Alkalisieren. Alkalisierung ist ein Ausdruck aus der Chemie und hat auch eine Bedeutung in der Biochemie. Alkalisieren bedeutet basisch machen. Alkalisieren heißt insbesondere Lösungen basisch machen durch Zusatz von Alkalien. Alkalien sind entweder alkalische Mineralien oder eben Laugen oder Basen, also andere Flüssigkeiten. Alkalisieren. Mit Alkalisieren will man einen pH-Wert, der über der unter 7 ist, auf über 7 bringen. Der Körper muss an manchen Stellen alkalisieren. Zum Beispiel muss der Speisebrei zuerst mal in der Magen mit Magensäure zum sauren Speisebrei gemacht werden. Und dann muss er im Zwölffingerdarm wieder alkalisiert werden. Denn nur wenn der Speisebrei alkalisiert ist, kann er vollends verdaut werden. Und auch hat ja nur der Magen diese starke Magenschleimhaut, welche die Salzsäure aushalten kann, währenddessen der Darm diese Schleimhaut nicht hat. Wenn jetzt zum Beispiel im Zwölffingerdarm der Speisebrei nicht ausreichend alkalisiert wird, dann kann es zu Zwölffingerdarmgeschwüren kommen oder auch zu anderen Problemen im Dünndarm. Wenn du Yoga übst, dann hilft dir das, dass dein Verdauungssystem beruhigt und sich harmonisiert. Wenn du zum Beispiel regelmäßig die Vorwärtsbeuge längere Zeit hältst, wenn du auch den Drehsitz längere Zeit hältst und auch wenn du tiefen Bauchatem übst, dann hilfst du deinem Körper, dass er alle Selbststeuerungsprozesse besser bewältigen kann. Und das kann auch helfen gegen zum Beispiel Zwölffingerdarmgeschwüre und Reizdarm, weil das könnte auch damit zusammenhängen, dass der Körper nicht genügend alkalisieren kann und weiter unruhig ist. So übe Yoga regelmäßig und dann wird der Körper die verschiedensten Selbststeuerungsprozesse besser tun können und dazu gehört auch das Alkalisieren.